Hallo, ich bin Homer von Epi und ein derzeitiger Schüler der Gesamtschule im Gartenreich. An unserer Schule wurde ein Minecraft-Projekt gestartet. Naja, gestartet, das ist schon zu Ende. Und in diesem Projekt sollten wir unseren Traumschulhof gestalten. Mit, naja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 22 Schüler, die da mitgemacht haben. Aus allen Klassen. Und einige Schüler haben sich überlegt, dass unsere Schulfassade nicht mehr weiß sein soll, sondern im Backsteinstil mit einem sehr großen GIG-Logo, das für unsere Schule steht. Und wo jetzt auch der derzeitige Eingang ist und die derzeitige Tür, ist der Lehrerparkplatz nebenan. Der wird erhalten, damit die Lehrer sich irgendwo hinstellen können. Und neben dem Lehrerparkplatz haben sich Schüler überlegt, dass man vielleicht das, naja, den Schweinestall, der derzeit da steht, da sind keine Schweine mehr drin, keine Angst, dass man den erweitert. Das hier ist die derzeitige Größe bis zu diesem Holzpfeiler hier. Und dass man den eben nach vorne etwas erweitert, damit er größer wird. Und dass man da dann ein Freizeitgebäude draus macht, mit schön großer Glasfassade. Und in diesem Freizeitgebäude sollen natürlich Stühle und Bänke rein, wo die Schüler, wenn sie Freizeit haben, Hausaufgaben machen können oder sich vielleicht mit dem Lehrer zusammensetzen können auf dem großen, bei diesem großen Tisch hier, kann sich vielleicht eine ganze Klasse zusammensetzen mit dem Lehrer und vielleicht was besprechen. Und was ich sehr schön finde, sind diese Tischtennisplatten. Das ist wahrscheinlich sehr schön für die Schüler, dann können sie bisschen Tischtennis spielen, was mehr Freizeit bietet und viel Spaß bereitet. Und für die entsprechenden Hausaufgaben, die man hier machen kann, ist eine Bücherei hier drin, falls man irgendwas nachschlagen möchte. Und falls die Bücher nicht weiterhelfen, kann man in den benachbarten Raum gehen und einfach das Internet fragen. Und wenn man keine Lust mehr hat, auf Hausaufgaben zu machen, kann man eben hier mit einer Konsole spielen. Ja. Computerspiele in der Schule. Und was für die Lehrer hier drin ist, ist ein kleiner Lehrerraum für die Aufsichtsperson mit einem Getränkespender. Wahrscheinlich mit Kaffee. Ja. Und falls die Lehrer nicht mehr Schüler reinlassen wollen oder mehr Schüler reinlassen wollen, können sie mit diesem Hebel die Tür vorne auf und zu machen. Jetzt ist sie offen. Und wenn ich den Hebel nochmal umlege, ist es dort zu. Ja. Hier kommt auch ein Indoor-Fußballplatz rein. Ein kleiner mit Kunstrasen und kleinen Toren. Falls es draußen regnet und die Leute trotzdem Lust haben, Fußball zu spielen. Und daneben kommt die entsprechende Ballausgabe und Tischtennisschläger-Ausgabe und vielleicht ein paar, eine Ausgabe für ein paar Snacks für zwischendurch, falls die Schüler ihr Mittagessen ver, also ihr Lunchpaket vergessen haben. Oh, hier gibt's Lichtbugs. Das tut mir leid. Dann geht's hier raus und wenn man den Weg weiter folgt, dann kommt man zur Turnhalle. Die habe ich gebaut und einige andere Schüler haben mir dabei geholfen, ansonsten wäre ich damit wahrscheinlich nie fertig geworden, weil ich viel zu lange für diese Außenfassade gebraucht habe. Die sollte nämlich nicht so eintönig aussehen und nicht nur wie ein Block. Hier ist der Eingang zur Turnhalle. Auf der linken Seite sind die entsprechenden Umkleidekabinen für die Jungen, die Lehrer und die Mädchen. Und dann kann man durch diesen geschlossenen und regengeschützten Gang zur Turnhalle gehen, wo man dann Sport machen kann mit den entsprechenden Geräten, zum Beispiel Fußballtore, Basketballkorb, ein Volleyballnetz und ein Seil zum Hochklettern. Ich will da jetzt hoch. Okay, klappt nicht. Ich bin genauso sportlich in Minecraft wie im echten Sport. Und eben Kletterstangen mit einer blauen Matratze dahinter und ein Notausgang. Ein Notausgang ist sehr wichtig, weil Brandschutzbestimmungen und so.
Und daneben kommt ein Geräteschuppen. Das Glasdach muss wahrscheinlich nicht sein. Das habe ich nur hier hingebaut, damit hier auch Licht reinkommt. Und ja, in diesem Geräteschuppen sind eben die Kisten für die Bälle, die blauen Matratzen und Springböcke und was auch immer das sein soll. Und wenn man dann aus der Turnhalle rausgeht, so, so, dann kommt man zu einem Durchgang, der zum, na, Gewächshaus führt. Ja, Gewächshaus. Das hier ist das Gewächshaus. Das steht derzeit schon da. Das soll eben ein bisschen größer gemacht werden, damit man da schön was anbauen kann. Zum Beispiel Kürbisse und Wassermelonen und Kartoffeln. Und passend für das Gewächshaus ist daneben ein, ne, kleine Cafeteria, wo man eben die hinten frisch zubereiteten Sachen sich vorne rausholen kann. Ich würde gerne hier rauskommen. Danke. So. Hier vorne rausholen kann. Und dann kann man sich hier gemütlich machen mit ein wenig Musik und kann das Ganze essen. Und weil man hier drin nicht mit Jacke sein darf, sind hier Jackenhalter, wo man die Jacken hinhängen kann. Von da aus geht's mit diesem roten Weg zum großen Fußballplatz mit einer schönen Tribüne aus Holz und schön großen Toren und eine Spielanzeige, wo der derzeitige Punktestand angezeigt wird. Und von daraus kann man hier rüber gehen, wo ein paar Hütten stehen, unter die man sich drunter stellen kann, in die man reingehen kann, falls es kalt ist, und mit Bänken außerhalb, damit man sich in den großen Pausen hinsetzen kann und gemütlich speisen kann. Durch diesen Durchgang geht es zu einem Basketballfeld. Das haben auch einige Schüler unserer Schule gebaut. Hier ist das Basketballfeld mit Nachtbeleuchtung. Ich kann ja mal kurz Nacht machen. Mach ich's mal. Midnight. So. Mit schöner Nachtbeleuchtung, die man natürlich auch wieder ausmachen kann. Und neben diesem Basketballfeld ist, also soll, der neue Schuppen für Fahrräder und Motorräder gebaut werden. Für die Leute, die mit Fahrrad oder Moped kommen. Der hat auch entsprechendes Licht, das man ein- und ausschalten kann. Hier auf der Seite kommen die Mopeds hin, weil sie schwerer sind und sich eben schwer schieben lassen. Kommen die hier hin, direkt am Eingang. Und die Fahrräder kommen daneben in einen etwas größeren Bereich, weil es wahrscheinlich mehr Fahrräder gibt als Mopeds. Und wenn man den Weg für die Feuerwehr folgt, der wird wahrscheinlich so bleiben, wie er ist, dann kommt man zum Schulgarten mit neu gepflanzten Bäumen, damit es nicht mehr so kahl aussieht, und einen wunderschönen Teich für die Aquaristik AG. Die haben bisher nur Aquarien und wahrscheinlich wäre ein Teich für die eine schöne Abwechslung mit Seerosen und vielleicht sogar Fischen drin. Ist jetzt ziemlich leer der Teich, weil diese AG dort noch nichts gemacht hat. Und der Busch hier bleibt und neben dem Busch ist die Hütte für den Hausmeister, wo dieser seine Sachen lagern kann. Das hier ist der Eingang unserer Schule und von dem aus geht ein Weg zum eigentlichen Schulgarten, wo man etwas mehr anbauen kann als in der kleinen Gewächshütte, zum Beispiel Kürbisse und Wassermelonen und Apfelbäume. Dann gibt es hier auch ein kleines Blumenbeet, ein Eimer mit Wasser und Blumen. Und was man sich auch gewünscht hat, ist ein
Eine Ecke mit einem schönen Grillplatz, wo man sich ein paar Würstchen braten kann und dahinter ein Teich. Und das war's soweit mit unserem Minecraft-Projekt. Ich hoffe, ich habe alles gezeigt. Das hier ist die Rampe, die habe ich noch vergessen, aber das ist nicht so atemberaubend. Und ich würde sagen, ich unterstütze sowas immer noch sehr. Ich werde zwar wahrscheinlich nicht viel davon haben, aber ich möchte, dass andere Schüler sowas weiterhin mitverfolgen und weiterhin nutzen können. Minecraft im Unterricht ist nämlich ziemlich gut, weil Minecraft eben mit Mods erweitert werden kann und man dort viel kreative Sachen machen kann. Und somit sage ich Tschüss. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Es ist immerhin ein Minecraft-Projekt an einer Schule.